Was geht ab, liebe Wrestling-Fans? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Video zu WWE 2K22. Zum gestrigen SummerSlam war es endlich soweit. Ein neuer Trailer wurde veröffentlicht. Dieser zeigt einige neue Dinge und vor allem Superstars, welche wir bisher noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Ich werde euch erst einmal den kompletten Trailer zeigen und dann diesen Stück für Stück auseinandernehmen, sodass ihr auf dem aktuellen Stand von WWE 2K22 seid. Und bevor der Trailer startet, möchte ich noch einmal anmerken, dass ihr meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren dürft. Er macht mir damit eine große Freude und ihr verpasst keine Videos mehr. Und um benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Video kommt, solltet ihr unbedingt die Ringglocke aktivieren. Jetzt aber genug mit der Werbung und ich würde sagen, Trailer ab. Product not yet rated. Zum Start des Trailers sehen wir direkt die SmackDown Thunderdome Arena. Was man direkt erkennen kann, ist, wie zuvor im ersten Trailer, wo wir die Raw Thunderdome Arena sahen, es wird wohl keine virtuellen Fans geben. Das ist ein kleines, aber wichtiges Detail. Ob wir in der Finalversion trotzdem zwischen virtuellen und Fans vor Ort auswählen können, bleibt jedoch abzuwarten. Weiter geht es mit Rey Mysterio während seines Entrances und auch in diesem Trailer ist er der erste Superstar, welcher gezeigt wird. Im Vergleich zum ersten Teaser kann man direkt einen Unterschied erkennen. Rey Mysterios Einlaufkleidung wurde noch einmal über arbeitet. Während er im ersten Teaser nämlich gar kein Shirt trug, hat er hier sein Lucha Libre Shirt an. In einer nächsten kurzen Sequenz sehen wir Sheamus, welcher Ricochet in der Raw Arena den Irish Curse verpasst. Danach sehen wir noch einmal Rey Mysterio, wo wir noch ein wenig mehr von seinem Entrance sehen können. Die gleichen Animationen konnte man übrigens bereits in den vorherigen Behind-the-Scene-Videos sehen. Weiter geht es erneut mit Ricochet, diesmal während seiner Entrance-Pose. Wenn wir noch eine Sequenz weiterschauen, kann man während seinem Sprung erkennen, dass er seine kurze rot-schwarze One-and-Only-Kleidung mit gelber Weste trägt. Was außerdem auffällt ist, dass er im Vergleich zum Vorgänger, also WWE 2K20, dank der Scan-Technik, welche auch bei NBA 2K22 benutzt wird, realistischer aussieht. Als nächstes sehen wir Bayley mit dem wohl bisher größten Update im Trailer. In dem neuen Spiel wird nämlich ihr Heel-Modell mit kurzen Haaren vertreten sein. Des Weiteren kann man Carmella erkennen, welche eine Clothesline von Bayley einstecken muss. Während Bayleys Haare ziemlich gut aussehen, kann man bei der kurzen Sequenz auch sehen, dass lange Haare bei weiblichen Superstars wie Carmella anscheinend wieder nicht allzu gut umgesetzt sind. Eine Sequenz später können wir Finn Balor während seines Entrances sehen und es fällt direkt auf, dass die Trons, also die Videos, in diesem Jahr mit einer viel besseren Auflösung angezeigt werden. In den vergangenen Teilen war es ja oft so, dass die Trons der Superstars oft pixelig waren. Hier scheint man enorm an der Qualität der Videos gearbeitet zu haben. Wenn man sich Finn Balor direkt im Vergleich zu seinem 2K20 Modell ansieht, kann man auch hier ein Update erkennen, auch wenn der Bart ein klein wenig angeklebt aussieht. Weiter geht es mit dem Head of the Table Roman Reigns und auch dieser hat ein neues Modell sowie seine aktuelle Kleidung spendiert bekommen. Die Haare sind auch hier wieder sehr auffällig, aber ihr wisst ja, es ist eine frühe Version vom Spiel. Der nächste Superstar ist kein anderer als The Miz, welcher mit einem schwarz-lilanen Outfit ins Spiel kommen wird. Ich hätte mir hier gewünscht, dass man noch John Morrison im gleichen Atemzug sieht, um jemand komplett neuen im Trailer zu zeigen. Im nächsten Detail können wir eine komplett überarbeitete und neu gescannte Rhea Ripley während ihrem Entrance sehen. Und man muss anmerken, kurzhaarige Frauen scheinen den Entwicklern viel besser zu liegen. Ihre Weste weist außerdem darauf hin, dass Entrance-Kleidungen in diesem Jahr wieder animiert zu sein scheinen, da die Weste nicht am Modell von Rhea Ripley klebt. Als nächstes haben wir Shinsuke Nakamura, der seinen legendären Entrance zeigt. Hier fällt auf, dass er ein älteres Outfit trägt. In der nächsten Szene sehen wir erneut Roman Reigns, diesmal ohne sein Head of the Table Shirt. Zu sehen kriegen wir seinen Signature Taunt auf der Rampe. Über die Haare müssen wir nicht erneut sprechen, lange Haare sind ja bekanntlich ein größeres Problem. Als nächstes sehen wir Kane, welcher Shelton Benjamin in der Raw Arena einen Chokeslam verpasst. Auffällig sind hier auch wieder die Haare, diese wirken nicht so platt wie bei seinem 2K20 Modell. Beide Outfits sind wohl nicht ganz aktuell, man kann aber davon ausgehen, dass auch sie in der fertigen Version ein aktuelleres haben werden. Bei Kane ist vor allem auffällig, dass er seine Hose aus vergangenen Zeiten trägt, wo er noch ohne Maske auftrat. Es könnte also ein versteckter Hinweis sein, dass wir uns auf mehrere Modelle von Kane im Spiel freuen können.
Als nächsten Superstar haben wir den legendären Goldberg, der Dolph Ziggler gerade ein Spear verpasst. Und Dolph Ziggler hat ebenfalls ein komplett neues Update erhalten. Während sein Zopf bei WWE 2K20 für einige Glitches der Physik gesorgt hat, setzt man hier auf offene Haare, die von seinem Bandana gehalten werden. Jedoch ist auch diese Ringkleidung nicht ganz aktuell. Zuletzt trug er diese nämlich im Juli 2020. Die vorletzten Superstars sind Bobby Lashley und Kofi Kingston, welche sich außerhalb des Rings befinden. In dieser Version des Spiels trägt Bobby Lashley seine Hurt Business Kleidung, womit man MVP ebenfalls als bestätigt sehen kann. Kofi Kingston hat ebenfalls ein aktuelleres Modell spendiert bekommen. Hier in der Sequenz kann man ihn mit kürzeren blonden Haaren erkennen. Den Abschluss des Videos macht dann Drew McIntyre mit seinem beeindruckenden Schwert. Während die erste Sequenz mit dem Schwert sehr vielversprechend aussah, muss man leider anmerken, dass Drews Gesicht in der weiteren Szene nicht allzu gut in der Animation getroffen wurde. Hier muss man aber abwarten, ob es in der finalen Version noch einmal überarbeitet wird. Beendet werden die bewegten Bilder dann damit, dass Drew das Schwert in eine sehr gut aussehende Sequenz in die Bühne rammt. Danach schaltet der Trailer in den Abspann und wir wissen endlich mehr zum Datum, wann das Spiel erscheint. Kurz vor dem SummerSlam kamen übrigens Gerüchte auf, dass WWE 2K22 nicht mehr in diesem Jahr erscheint, und tatsächlich bewahrheitet sich dieses Gerücht. Denn wie wir in dem Trailer sehen können, erscheint das Spiel erst im März 2022. Man kann nun darüber viel spekulieren, warum das Spiel nicht mehr in diesem, sondern eher im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Wenn ich zu diesem Thema aber mal ein Video aufnehmen soll, schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann weiß ich Bescheid. Und das war es dann auch schon soweit mit dem Trailer. Was sind eure Meinungen dazu? Freut euch über das gesehene Material? Welche gezeigten Superstars fandet ihr bis jetzt am gelungensten? Und was denkt ihr überhaupt über das Datum? Auch das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sowie ein kostenloses Abo freuen. Mehr bleibt mir eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer macht's gut, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal, euer Enno.